Guten Tag, guten Tag. Ich bin hier unterwegs und möchte berichten über meine Erfahrungen mit der Instant Change Methode. Ich bin sehr überrascht, weil ich war auch zu Beginn etwas skeptisch. Allerdings habe ich mir dann gesagt, gut, jetzt teste ich das mal selbst, weil wenn ich es nicht probiere, kann ich ja nicht wissen, ob es bei mir wirkt. So habe ich das kurzerhand an mir selbst getestet und mich mit Daniel Weinstock in einem Seminar also getroffen im Zoom. Und das war ein Anlass, wo er sofort Anwendungen machte. Und ich hatte das große Glück, dass er gleich zu Beginn mich ausgewählt hat für die erste Anwendung. Und ich konnte gar nicht richtig fassen, dass das jetzt so geklappt hat. Jedenfalls, ich wusste schon, was ich wollte, schon bei der ersten Anwendung. Und habe mir das vorher ganz klar notiert auch. Und so kann ich auch ganz genau sagen, was ich wollte. Also ich habe mir ganz konkret gewünscht, dass ich mehr Zuversicht habe, mehr Fokus, Energie, Freude und Mut, zudem mehr Ausstrahlung, wieder kreativ werde und ein neues Umfeld um mich herum habe, weil das Umfeld, das ich vorher hatte, das hat mir gar nicht gut getan. Und ich bin dann auch eine Zeit lang quasi untergetaucht. Ich habe mich da abgekapselt, als ob ich im Exil wäre irgendwo. Aber gewollt oder ungewollt. Und dann hatte ich nach 3 Jahren so die Nase voll, dass ich einfach dachte, so jetzt ist Schluss, jetzt muss was passieren. Und dann habe ich mir den Ruck gegeben und bin eben auf Daniel Weinstock gekommen. Und interessanterweise war bei der ersten Anwendung, ich hatte Hüftschmerzen, habe aber nichts erwähnt. Kein Wort habe ich erwähnt von meinen Hüftschmerzen. Und habe dann festgestellt, dass tatsächlich, obwohl ich ja alles formuliert hatte, genau, dass tatsächlich meine Hüftschmerzen weg waren. keine Ahnung. Jedenfalls war es so. Das finde ich natürlich toll. Und als das so schnell geklappt hat, habe ich mich gleich zu diesen 3 Anwendungen angemeldet und hatte dann das große Glück, mit der Frau Andrea Henke-Spieker, sie ist ja Instant Change Professional und hat sehr, sehr viel Erfahrung auch bereits und hatte wirklich großes Glück, dass ich gerade auf sie gestoßen bin. Und ich konnte meine Ziele sehr locker und sehr präzise formulieren. All meine Ziele. Und sie hat das dann bei mir angewendet, dass das eben in mich hineinfließt. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich habe tatsächlich einen gewaltigen Unterschied bemerkt, weil bei mir gab es auch Zeiten, da hatte ich solche Phasen, wo ich einfach, ich sagte tatsächlich auch depressiv war und hatte eigentlich geglaubt, ich hätte das jetzt hinter mir. Und dann habe ich bei einer Anwendung, die war noch bei Daniel Weinstock, aber bei einem anderen Teilnehmer. Und dann habe ich dort, als er die Anwendung bei diesem anderen Teilnehmer gemacht hat, viel mehr gemerkt, dass bei mir jetzt aber auch was abgeht. Und
Ja, dann habe ich bemerkt, ups, da ist noch was hängen geblieben. Und so habe ich dann natürlich die Ziele auch wieder entsprechend formuliert. Das gleich als erstes Ziel, meine mentale Gesundheit an erster Stelle kam. Und ich habe wirklich einen gewaltigen Unterschied bemerkt, weil ich hüpfe jetzt wieder aus dem Bett, kann es kaum erwarten, rauszugehen in die Landschaft, in die Natur. Und das ist für mich ein gewaltiger Fortschritt, weil da fängt es schon an. Da fängt schon an. Ja, als ich dann bemerkt habe, dass diese Hüftschmerzen weg waren, schon am Anfang, da bin ich natürlich sehr neugierig geworden. Und ich muss sagen, ich fühle mich einfach viel leichter, freier, auch beschwingter. Ich habe viel mehr Energie. Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe da Sachen gemacht, die habe ich vorher nicht einmal in einem Monat geschafft. Und jetzt fällt mir das viel leichter. Ich fühle mich einfach rundum ja glücklicher und zuversichtlicher, auch was die Zukunft angeht. Und eine innere ja Ruhe, so eine Art innerer Frieden ist da eingekehrt, wo ich früher immer auch mit mir selber im Konflikt war. Ja, es fühlt sich so an wie, es gab doch mal den Spruch, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner ginge hin. Und genau so ist das mir vorgekommen. Ich hatte zwar Krieg in mir gehabt, aber jetzt gehe ich einfach nicht mehr hin. Das war ziemlich, ja. Eine Wahnsinnsveränderung. Ja. Jetzt bin ich also immer mehr da so unterwegs. In der Natur. Unter Bäumen. Bei Schnee. Und genieße auch die Aussicht wieder. Also die, die es mir glauben oder nicht glauben. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Ja. Ja. Das Verrückte ist, ich sehe jetzt auch wieder viel mehr diese kleinen Dinge und diese kleinen Wunder auch. Also es ist wie wieder ein Fenster aufgegangen, das ich ganz, ganz fest verschlossen hatte. Und das fühlt sich so an, wie, ich sag mal, wie ein Schmetterling, der in seinem Kokon war und jetzt wieder ausschlüpft. Ja, genau so. Ja, ich habe mich auch sehr angezogen gefühlt von dieser Quantenphysik. Also es war mir nicht neu, dass da Zusammenhänge bestehen. Zum Beispiel auch diese Versuche waren mir schon bekannt. Aber ich hätte nie gedacht, dass man das so zielgerichtet anwenden und einsetzen kann. Und da kann ich schon sagen, auch wenn das jetzt mit der Quantenphysik ein bisschen nach Science Fiction tönt, kann ich jetzt sagen, also die Zukunft hat längst begonnen. Das ist kein Science Fiction mehr. Das ist jetzt Realität. Also, ich finde einfach, es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Egal,
ob man da jetzt skeptisch ist oder was auch immer. Es wirkt sowieso. Ja, also ich würde sagen, einfach machen, nicht lange überlegen und dann ran. Ja, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten von Anwendungen. Man kann hier natürlich nicht alle aufzählen, also ich jedenfalls nicht. Und ich weiß aber, dass ich schon eine Menge solcher Programme jetzt in dieser kurzen Zeit erhalten habe. Ja, das heißt, das war auch vor allem eindrücklich wegen der Wirbelsäule. Weil das kam gleich zu Beginn mit der Wirbelsäule, was ja sehr wichtig ist. Und es ging dann auch um Lungen, also Atmung, Lunge. Und das kommt mir jetzt natürlich sehr entgegen, weil in der Natur kann ich auch viel besser atmen.